Ja, Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Vorschau, nee, Vorschau sind es nicht, ist Folge Nummer 3 von Transport Fever 2. Ja, hier stehen tatsächlich Leute, einer auf jeden Fall, und wir müssen gucken, das war jetzt das Defizit, was wir haben. Nein, Defizit ist es nicht. Wir haben 330 Kontostand und Einnahmen sind 95.000 plus. Eigentlich müsste es laufen, wenn das, was hier steht, so stimmt. Da würde ich mal sagen, gucken wir, dass wir in dieser Folge weiterkommen. Wir hatten ja die Bahnstrecke hier leider so bisschen im S machen müssen, weil hier eine Steigung war. Dafür sind in den Kurven das dann langsamer, aber war halt so, ne? Ging nicht anders, weil sonst irgendwelche Viadukte und sowas, da hatte ich keine Lust drauf. Gut, dann müssten wir schauen, dass wir vielleicht hier von Pellingen dann weiterfahren noch nach, wie heißt der Ort? Hallendorf. Und ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Nach dem Intro sehen wir das dann. Bis gleich. So, jetzt sind wir da drin. Jetzt gucken wir da mal rein. Wo ist unser Zug denn? Ist er hier unten? Ich glaube ja, ne, oder? Nee, ist er nicht. Hier fahren nur Kutschen. Sind denn hier irgendwo Leute, die an irgendwelchen Orten stehen? Fünf. Aber das kann. Ach, das Männchen ist hinter dem Stadtschild. Das ist schon mal schlecht. Hier ist niemand, da ist niemand. Ist denn unser Schiff wenigstens mal geladen? Geladen ist gut, ne? Sind da Passagiere drauf? Keine wieder. Stehen hier wenigstens welche? Nö. Also das ist jetzt, macht mir jetzt gerade so ein bisschen Sorgen, dass da nichts passiert, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich. Kostet uns Geld und bringt uns nicht so viel. Ja, keine Ahnung. Ist ein bisschen traurig. So, jetzt gucken wir hier auf der anderen Seite vom Bahnhof. Wie sieht's hier aus? Da steht auch keiner, ne? Linie 4 hat auch keinen. Aber hier steht wer? Fünf Passagiere da. Gut. Wir haben 271.000 Einnahmen. Hier haben wir 93.000. Also ich würde jetzt gucken, dass wir hier. Soll ja ein Sackbahnhof hin, ne? Wenn wir den jetzt angucken, wie teuer der ist, dann werden wir den nicht mehr bauen, weil der zu teuer ist. 165, 109, ja, okay. Können wir uns rein theoretisch leisten. Der Zug könnte durchfahren, aber vielleicht auch nicht. Das ist definitiv nicht das beste Ding jetzt hier so. Jetzt ist auch noch gerade die Frage. Ja, weiter runter kann ich nicht. Aber hier ist es, glaube ich, sehr glatt, ne? Hier haben wir keine Steigung mehr. Okay, hier ist der Bahnhof zu Ende und der fährt da rein. Das geht ja noch. Ich würde jetzt tatsächlich mal schauen, dass wir hier einfach das Gleis schon mal da weiterlegen, oder? Okay, das geht nicht, weil hier irgendwie die Straße wahrscheinlich zu lang ist, ne? Kann das sein? Jetzt nochmal das Gleis. So sieht es nämlich aus. Wir ziehen das schon mal aus der Stadt raus. Ja, so geht's schon mal. Jetzt wäre noch die Frage. Ah, dann wird es schon sehr, sehr teuer. Das heißt, wir bauen das mal nicht. Ah, hier ist unser Zug. Mach das mal gerade zu und schau mal gerade, ob da wer drin sitzt. Einer von 12. Zug kostet 87.000, wenn er so fährt. Hier stehen sie aber ohne Ende, ne? 11. Ist denn die Kutsche schon da? Sieht wohl nicht so aus, oder? Dann ist die hier unten noch da, fährt sie. Vielleicht sollten wir noch ein zweites Fahrzeug holen, wenn da schon 11 stehen, ne? Fahrzeug verwalten. Diese Kutsche. Klonen. Ich glaube, die kosten so 40.000, oder? Ah, ne, sogar weniger. Das war 40.000 war bei Vauxhall Tycoon. Jetzt fährt da das nächste Fahrzeug, ne? Ach so, die kann man an- und abwählen, alles klar.
Ich wollte jetzt eigentlich auf dem hier. Ah, da ist es. Ah, der fährt auf jeden Fall schon. Da passt das schon. Also da sind jetzt schon mal zwei Pferdchen drauf, ne? Oder Kutschen, sagen wir es mal so. Hier stehen jetzt tatsächlich ganz viele Leute, nämlich 12. Das ist schon mal cool. Hier kommt jetzt der Kutsche an. Hier standen 12. Und wie viel bringt die dann noch? Ach, das war gar nicht die Kutsche von uns. Ich dachte, das wäre von uns eine Kutsche gewesen. Da stehen jetzt schon 13, okay. Da ist niemand drin, das ist schlecht. Und hier stehen sie alle, ne, bei Leitzgau. 14. Aber hier fahren noch ein paar Kutschen mehr. Hier sind auch noch zwei, ne? Da ist eine Person drin. Da ist keine drin. Jetzt sind schon 18 da, aber da kommen ja jetzt zwei Kutschen schon mal angefahren. Dann geht's ja eigentlich, oder? Und hier links ist niemand, ne? Schiff ist nicht so dolle wohl. So, da müssen ja jetzt 4 einsteigen und mitfahren, ne, in der Kutsche da. War wahrscheinlich nur 3. Ne, ist ausgestiegen tatsächlich. So, 4 sind drin. Fährt die auch? Ja. Oh, Wohngebäude oder der Fußgänger ist das oder was? Ne, das ist eine andere Kutsche. Das war gar nicht unsere Kutsche. Okay, ich dachte, da wäre von uns eine gewesen. Ist wohl nicht. Hier ist niemand drin. Ah doch, da ist sie doch. Nee, das ist auch wieder das andere Gespann, was nicht uns gehört. Naja, läuft. Und wie viel? Oh, hier stehen jetzt schon reichlich. 22. Wahrscheinlich müssen wir darüber nachdenken, das dann auszubauen, ne? Hier war nur einer dran, naja. Wir stehen hier oben am Bahnhof. Nur 8er, aber die sind ja auch schon reichlich. Was können wir hier machen? Steine abbauen, ne? Ne, Kohle. Okay. Und hier gibt's. Was gibt's hier? Getreide. Ja. Wir haben nur noch 17.000, das bedeutet, wir müssen gerade wieder einen Kredit aufnehmen. 500.000 leihen, weil es gerade nicht gut läuft. Aber hier steht jetzt, also 500.000 sind jetzt vom Kredit wahrscheinlich, also noch 14.000. Und Pelling will was haben? Versorgung sind Baumaterial und Werkzeuge. Bewohner 280. Einkaufsmöglichkeiten 250, Arbeitsplätze 275 und Bewohner haben wir 280. Wächst die Stadt auf jeden Fall. Hallandorf, das ist da hinten. Linienbenutzung, Hallandorf. Wir haben noch gar keine Linie nach Hallandorf, oder? Aber da wollen welche hin, sagen wir es mal so. Leitzgau 70, 67. 70 zum Einkaufen, 67, nee, 68 jetzt schon zum Arbeiten. Die fahren natürlich alle mit dem Zug darunter, ne? Hier steht auch einer. Da steht einer. Und hier stehen ganz viele. Wo wollen die vielen denn hin? Diagramme? Ne, Terminals? Ne, kann man hier leider nicht so sehen, ne? Geladen und entladen. Wäre schön gewesen, wenn man jetzt sehen kann, wie wer wohin will, so wie bei Simotrans. Ach Gott. Da ist jetzt so ein langsames Gespann. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Pech haben und unser wäre schneller wie der da. Steht hier maximale Geschwindigkeit. Gewerbegebäude Pelling per Auto, okay. Ja, ich will mal hoffen, dass weil es hier hoch geht, dass es so lange dauert. Ja, das Geld ist gerade das Problem, ne? Haben wir denn eine Möglichkeit, irgendwo noch was zu tun, was nicht so teuer ist?
Hier steht jetzt mal einer, ne? Hat der denn jetzt wen mitgenommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, fährt immer noch ohne. Stehen denn auf der anderen Seite jetzt welche? Nein, leider nicht. Was kostet uns ein zweites Schiff, damit vielleicht die Frequenz erhöht wird? Ja, eine halbe Million, ne? Haben wir nicht. Hätten wir war in Anführungsstrichen, aber dieser hier wäre das Nonplusultra mit 550.000. Kostet noch 90.000 im Jahr. Aber ist jetzt nicht unser Ziel, glaube ich. Ja, jetzt ist hier, siehst du, am Bahnhof stehen sie wie Teufel. 34 Leute wollen da jetzt mitfahren. Und hier sind 12 drinne. So, das bedeutet, wir müssen da mal schauen, dass wir da eine Ausweiche irgendwo hinkriegen. Und dann einen zweiten Zug da drauf setzen, ne? Also, Strecke wäre hier irgendwo die Mitte, ne? Würde ich jetzt sagen. Kriegen wir hier ein zweites Gleis dran, ne? Das wird teuer, weil da Erdarbeiten bei sind, ne? Das würde uns 110.000 kosten. 11.000, nicht 110.000. Das wäre ja krass gewesen jetzt, ne? Ne, ich muss das festhalten, ne? So geht's doch, oder? Signale, das da. Und da muss dann auch noch irgendwo eins hin. So, Vorbereitungen für den zweiten Zug sind da. Ich würde sagen, das ist jetzt so, dass da Fahrzeug kaufen, hinzufügen. Ich weiß gar nicht, wie viel der andere Zug hat, aber wir können das auch mal gerade anders machen. Macht das wieder zu, wir kaufen den nicht, sondern wählen jetzt den auch nochmal zu. Wählen natürlich den zweiten Zug jetzt aus, der sich hier befindet, und machen Verwaltung hier. Und könnten den dann klonen. 286.000. Nicht genug Geld. Alles klar. Der fährt jetzt nur mit zwei Anhängern da hoch. Einnahmen gehen jetzt runter. Unter Null. Schlecht. Ganz schlecht. Ja, dann müssen wir nochmal eine halbe Million aufnehmen. Geht ja noch. Und ne, ich klone den jetzt nicht. Kaufen für 600.000. Drei Anhänger. Ja, machen wir. Linie zuweisen. Ich glaube, das war Linie 4, ne? Ja. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass er jetzt nicht gerade rausfährt.
Habe ich was falsch gemacht? Wahrscheinlich, ne? Den habe ich gar nicht gekauft, kann das sein? Nee, das ist Zug 2 und das hier ist Zug 1, oder? Ja, dann passt das. Und der wartet, bis da einer im Dingens ist, im Lokschuppen ist, sonst fährt er nicht im Fahrzeug hier fährt. Ja, passt schon. Ich mache mal gerade ein bisschen schneller. Müssen allerdings das Geld im Auge behalten, ne? 45. 18, okay. Nützt nichts, wird zu teuer. Ich will nicht ins Minus. Ich nehme noch mal eine halbe Million. Wo ist denn der Zug jetzt? Okay. Nehmen wir mal ganz schnell gerade. Fünfhunderttausend. 485.000 nur noch. Eine Station ist überlastet. An überlasteten Stationen kann ein Teil der wartenden Passagiere oder Güter verloren gehen. Zudem wirken sich überlastete Passagierstationen negativ auf das Stadtwachstum aus. Das ist uns schon klar. Okay. Mich interessiert jetzt zum Beispiel 17 Passagiere. Was passiert, wenn der wieder rückwärts fährt? Wie lange wartet dieser Zug, dass er da rauskommt? Der fährt jetzt wieder. Und hier stehen jetzt noch 6. Wann fährt er los? Wahrscheinlich erst, wenn er da hinten an der Weiche ist, oder? Ja, hier kommen jetzt unsere Fahrgäste vom Bahnhof und stehen jetzt vielleicht hier. Ne? Ein paar gehen weg, aber es stehen noch ein paar, die mit der Kutsche weiterfahren wollen. Okay. 512.000. Ich glaube, die Summe war gerade nicht schlecht, die wir eingenommen haben. Kann das sein? Ja, ich schätze mal, erst wenn er hinter diesem einen Signal ist, ne, dann fährt er los. Ich muss jetzt schneller laufen lassen, nützt nichts. So, 417.000. Jetzt müsste da hinten eigentlich am Signal langsam vorbei sein, oder? Das interessiert mich ja jetzt. Ist er, aber der fährt nicht. Das ist komisch. Muss ich den rauslassen? Ich habe den nicht der Linie zugewiesen, kann das sein? Das war unser Problem, aber ist nicht schlimm. Weil der muss ja jetzt gleich auf Strecke sein, bevor der wieder zurückkommt. Damit der da wartet. So, da gehen diesmal 18 schon rein. Das ist ja schon mal ein bisschen mehr, ne? Und wie wir stehen am Bahnhof? Neune. Okay, die Hälfte fährt schon mal mit. Wichtig ist, dass er jetzt weiterfährt. Abgleich mit der Kutsche? Nee, ne? Oder? Nee, ich glaube nicht. Kutsche hat aber ordentlich eingenommen hier, ne? Aber es reicht trotzdem nicht. Jetzt fährt sie. Wir sind drinnen. 9, die Hälfte. Jetzt müssen wir nur hier hinten gucken. Ah, die sind noch auf dem Hinweg. Dann passt das ungefähr mit der
Hälfte, schätze ich mal. Hier stehen 74 Fahrgäste. Das ist jetzt der Bringer, ne? Das wird teuer. Was haben wir hier? Achso, da sind lauter so Gondeln, am wo wir hier gegenfahren. Krass. So. Dann gucken wir mal gerade hier, machen mal schneller und schauen mal, wie die da vorbeifahren, oder? Wer kommt zuerst? Hier oben oder da unten? Hier oben wäre besser, weil ich glaube, es ist noch ein Stück länger, oder? Wie viel Geld haben wir? 343.000. Ah, da kommt der Zug schon. Und da kommt er auch. Okay, dann wird es interessant. Ich glaube, der wird werden eher warten müssen dann, ne? Okay. Das passt, das ist schon mal gut. Er wird ja wieder voll geladen sein, ne? Ja. Der Zug fährt auf jeden Fall plus ein. Der noch minus, aber der hat auch nur die Hälfte da drin. Der wird leicht, wenn er da entlädt, wahrscheinlich dann ein Plus kriegen, schätze ich mal. Okay, das ist hier mit 183.000 natürlich nicht so prickelnd. Bin gespannt, wie es ist, wenn er da anhält. 150 noch. Wir machen mal langsam. 113. 108. Und das waren 50.000, ne? Okay. Der andere kriegt hier noch hoch. Okay, das ist natürlich schwierig mit dem Hochfahren. Die Steigung brauchen die sehr lange. Runter geht es natürlich flott, ne? Ist klar. Hier sind jetzt noch 53 Passagiere und der Zug fährt jetzt wahrscheinlich gleich los. Kann man sehen, dass die aus dem Bahnhof da zur Bushaltestelle gehen? Ich will es hoffen. Da kommen welche raus. 5, aber ja, die Bushaltestelle ist auf jeden Fall mit der Bushaltestelle verbunden, würde ich sagen, ne? Oder? Oder gibt es da irgendwie so Zebrastreifen, die wir machen müssen? Nee, ne? Aufrüsten, Kurven, Geraden. Ich glaube nicht, dass wir hier was machen müssen, oder? Einstellung, Autotrankgleise, ne, ich glaube, das passt schon alles so. Lass mal so. Okay. 124.000 und er ist voll geladen jetzt, ne? Ja. Ist er denn schon oben angekommen? Nein. Ich glaube, wir müssten ihn mal gleich ins Depot schicken. Ne, können wir nicht. Das Geld haben wir nicht. Das wird schwierig. Da müssen wir gucken, dass wir das irgendwie überleben können. Und das nächste, was ist, wir müssen mal gucken, was unsere Schifffahrtsgesellschaft macht. Und ich glaube, das war eine Fehlinvestition hier. Da steht niemand. Und hier ist das Schiff, fährt gerade zurück mit 2 Passagieren. Wow. Und leider ist er schon weg und hier steht wieder einer, ne? Hm. Das ist ja doof, ne? Was transportieren die hier? Waren und Steine, ne? Baumaterial, okay. Oder wollen die haben? Ist hier irgendwelche Meldungen? Nein, gut. 176, der ist hier oben angekommen und wir haben ein bisschen Plus gemacht. Ja, es könnte sein, dass wir doch tatsächlich hier mit den Einnahmen klarkommen. Kredite abbezahlen sind auch immer eine 500.000, ne? Ja, gut. Der ist natürlich jetzt schon hier und der andere noch da oben. Ist jetzt nicht so toll, ne? Aber noch eine Ausweiche wird teuer.
Was haben wir denn hier? Pellinger Stahlwerk. Ach so, die brauchen was, um Stahl herzustellen, ne? Eisenerz. Kohle, Kohle. Also zwei Eisenerz und zwei Kohle ergeben einen Stahl. Haben wir hier nicht Stahl? Ah, ne, Kohle. Ja, da hätten wir Kohle. Das heißt, da nach da fahren wäre ja schon mal richtig cool, ne? Wo gibt es noch eine Eisenerzhütte? Hier gibt es auch noch mal Kohle, ne? Ja. So, jetzt hier unten ist das Stahl. Das Eisenerz, ja. Würde bedeuten, man kann tatsächlich von hier abbauen. Hier kann man langfahren, kann man einen Berg hochfahren. Ja, kann man. Und durch diese Stadt nach da fahren. Wir könnten Stahl herstellen. Aber wer nimmt denn das Stahl dann ab? Bei Simotrans wird es dran stehen. Mal gucken, ob das hier auch so ist, ne? Abnehmer da. Kleesten Warenfabrik. Pellingen? Pellingen ist doch hier um die Ecke, oder? Wo ist Pellingen? Das? Ach, das ist da auf der anderen Seite vom Berg. Maschinenfabrik. Die brauchen aber noch was anderes, und zwar Bretter. Okay, und Bretter? Wo kommen die Bretter her? Lieferanten? Hallandorf, Kettemers Mühle, das ist doch da unten am Berg. Okay, nee, doch nicht. Ach so, das war da. Aber das andere Sägewerk ist hier dann, ne? Ja, genau. Okay, das wird natürlich. Ah, hier ist noch ein Pass. Hier könnte man rüberfahren, wenn. Müsste man allerdings die Straße dahin verbinden, ne? Okay. Haben wir erstmal genug geguckt. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.